is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Schlacht von Harmageddon beginnt. Die werden gegen das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Wir sollten uns mit der Ausgießung der Sündzornsschale befassen. Die Mächte des Bösen werden den Krieg nicht kampflos aufgeben. Doch die Vorsehung hat in der Schlacht von Harmageddon eine Rolle zu spielen. Wenn die Erde von der Herrlichkeit des Engels von Offenbarung 18 erleuchtet wird, werden die religiösen Elemente, die Guten wie die Bösen, aus ihrem Schlummer erwachen. Und die Armeen des lebendigen Gottes werden dann zur Schlacht antreten. Vier mächtige Engel halten die Mächte dieser Erde zurück, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Die Nationen der Welt brennen schon auf einen Krieg, doch werden sie durch die Engel in Schach gehalten. Sobald diese einheitsgebietende Macht beseitigt wird, kommt eine Zeit der Schwierigkeiten und der Seelenqual. Tödliche Waffen werden erfunden. Schiffe werden mitsamt ihrer lebenden Fracht in großer Tiefe begraben. Alle, die den Geist der Wahrheit nicht haben, werden sich unter der Leitung satanischer Werkzeuge zusammenfinden. Doch sie werden noch gebremst, bis der Zeitpunkt für die große Schlacht von Harmageddon gekommen ist. Böses in allen Spielarten beginnt eine sehr intensive Tätigkeit. Böse Engel vereinen ihre Kraft mit bösen Menschen. Sie sind ständig in Auseinandersetzungen verwickelt gewesen und haben Erfahrung in den besten Täuschungs- und Kriegsmethoden erworben. Da sie jahrhundertelang an Kraft gewonnen haben, werden sie im letzten großen Zusammenstoß nicht ohne einen verzweifelten Kampf kapitulieren. Die ganze Welt wird auf der einen oder auf der anderen Seite der Frage stehen. Die Schlacht von Harmageddon wird ausgefochten werden. Lass uns hellwach sein und als kluge Jungfrauen Öl in den Gefäßen bei unseren Lampen haben. Die Kraft des Heiligen Geistes muss auf uns ruhen. Der Hauptmann der Heere des Herrn wird an der Spitze der himmlischen Engelscharen stehen, um die Schlacht zu führen. Ernste Ereignisse werden noch auf uns zukommen. Die Posaunen werden eine nach der anderen geblasen. Die Zornesschalen werden nacheinander auf die Erdenbewohner ausgegossen werden. Unmittelbar vor uns liegen Szenen von großer Bedeutung. The Lord is coming. Are you ready?